Die Jugendlichen ziehen weg. Dafür werden Asylanten ungefragt angesiedelt. Deswegen haben 32% die AfD gewählt. Was dann geschah, hätte keiner in Bitterfeld-Wolfen erwartet. Schon wieder Bitterfeld. Oder besser gesagt, schon wieder die AfD in Bitterfeld. Nachdem die Partei in der Stadt ihr bestes Ergebnis bei der Landtagswahl in ganz Sachsen-Anhalt eingefahren hatte, hatten wir gefragt, warum so viele in Bitterfeld die AfD gewählt haben. Also wir wollten eigentlich damit nur ein Zeichen setzen, dass der Staat mal langsam wach wird. Wir fühlen uns bestimmt selber alle nicht mehr hier wohl. Warum muss ich mich von irgendwelchen Negern anbetteln lassen? Diese Szenen haben das Image der Stadt beschädigt, sagen zumindest viele Bitterfelder, obwohl der eigentliche Imageschaden ja durch den Sieg der Rechtspopulisten und die Aussagen der AfD-Anhänger entstanden ist. Deshalb hat nun ausgerechnet die AfD ein Imagevideo produziert als Antwort auf unseren Beitrag. Lange Tradition. Seit 1224 leben und arbeiten die Menschen hier. Sie haben vieles gemeinsam durchgestanden. Den 30-jährigen Krieg, die DDR und 2002 kam dann die Jahrhundertflut. Ist Ihnen was aufgefallen? Hier geht es um schwierige Zeiten in der Vergangenheit. Den 30-jährigen Krieg, die DDR und 2002 kam dann die Jahrhundertflut. Genau, die Zeit des Nationalsozialismus hat die AfD einfach ausgelassen. Obwohl es in Bitterfeld-Wolfen beispielsweise ein KZ-Außenlager gab mit hunderten Zwangsarbeitern. Warum sie das ausgelassen hat? Ich habe den Landesverband Sachsen-Anhalt gefragt, der das Video produziert hat, und habe per Mail keine Antwort bekommen. Und auch die folgende Szene wollte die Partei nicht kommentieren. Viele Leute gaben diesmal einer neuen, jungen Partei ihre Stimme. Wir wollten wissen, warum, und treffen Daniel und Sarah am Ufer der Kotsche. Daniel und Sarah, das sind übrigens nicht einfach irgendwelche Passanten am See, sondern zwei frisch gewählte AfD-Landtagsabgeordnete, die hier wie das nette Pärchen, das nette engagierte Pärchen aus der Nachbarschaft vorgestellt werden. Ja, der Erfolg der AfD ist hier logische Konsequenz aus einer Reihe von Problemen, die es gibt, die sich seit Jahren angehäuft haben. Unsere Verantwortlichen sind nicht in der Lage, die Probleme zu lösen. Genau, in Wolfen in der Altstadt gibt es ja immer noch die zwei Ruinen, ne? Die stehen da auch schon viele Jahre, da passiert halt nichts. Ob dieser Film der Stadt Bitterfeld wirklich hilft? Die Oberbürgermeisterin hatte sich ja über unser Video mehrfach beklagt. Deshalb haben wir ihr jetzt eine E-Mail geschrieben, um zu fragen, was hält sie von der Imagepflege der AfD? Wie gefällt ihr dieses Video? Die Antwort war, das Video sei bekannt. Mehr kam da allerdings auch nicht wirklich. Jedenfalls keine Erwiderung auf die ganzen Vorwürfe, die die AfD gegen die Politik und damit auch gegen die Stadtverwaltung erhebt. Aber wer nicht diskutiert, hat eigentlich schon aufgegeben. So jedenfalls gewinnt man keine Wähler der AfD zurück, weder in Bitterfeld noch sonst wo.